Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Nordfriesischen Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Wir arbeiten weiter, wir verkaufen jetzt die Silage. Und dann werden wir uns um Stroh kümmern. Stroh werden wir auch verkaufen. Irgendwo bei irgendjemandem. Den einen werden wir einfach alles reinfahren. Und den nächsten werden wir abladen. Oder auch reinladen. Schade, wenn wir das Geld nicht gleich kriegen, ne? Ich würde es ja beschleunigen, aber das Problem ist, dann schaffen wir unsere Ernte nicht. Ah, das hauen wir auch rein. Immer an, dass es gut ist. So. Aber der Entferner hat auch noch einen Hänger. So. Jetzt gleich Stroh einsammeln. Aber hier mit den durchdrehenden Reifen, das gefällt mir gar nicht. Jups, das ist leicht, ne? Hier ist noch eins, shit. Vielleicht, naja gut. Na. Bin nicht so einfach. Was naja gut, machen wir gleich an einen Punkt rüber.
scheint ja auch blöd den Kurs eingefahren. Dass es so nicht geht, wie man denke. Jetzt bin ich gerade. Jetzt ist das Bild weg. Nee, Bild geht nicht. Steht. Zeit, 5 Minuten. Mal herzlich willkommen auf den Marsch. Wir hatten einen kleinen Absturz. Jetzt fahre ich immer den Kurs neu ein. Der alte war wie weg. Keine Ahnung. Hat eh nicht funktioniert. Darum schnell selber nochmal einfahren und abfahren im Kopfen. Countdown läuft. Hängen wir an die Zeit. Rockenadlern. Wie gesagt, ich hatte Absturz, leider zum Glück gespeichert, sagen wir so. Und wenig Verlust. Stellen wir hier mal hin. Überlaufen. Sollte kein Problem sein. Nochmal wünsche euch einen schönen Sonntag. Bei mir ist heute Samstag. Ich nehme immer eine Woche voraus auf. In der Woche. Da habe ich nicht so viel Zeit. Das Ganze zu bearbeiten und so. Das ist ein Problem. Das Spielen ist eine, aber das, die Bearbeitung kostet ja auch Zeit. Und vor allen Dingen das Hochladen. Toll jetzt. Besser, wenn es so rumläuft. So, jetzt speichern wir aber. Dreizehn.
auf Lilo. So. Das sollte jetzt das sein. Wenn das jetzt alles klappt. Dreiecke symmetrischer. Dann geht es jetzt ja weiter zum Strohballen. Der vom Maisgebiss aus. Ich komme hoher. Natürlich. Nicht so ideal. So besser sein. Unser schönen Strohballenkurs. So cool fand ich. So, natürlich ist der LKW jetzt nicht bei der Silage. Richtung. Ja, das ist einfach. Den sauber gleich. Aber mit Mobil drehen, tut blöd, ne? So, stellen wir mal ab. Ich will ganz schnell Stroh sammeln kommen. Wir sind da waren hier quer gekommen mit dem. Der Ballenpresse. So, Vollgas.
Steht der Hänger. Bleibt den zweiten hier. Wollen wir alle beide nehmen? Gut, so, hoffe, das hat's gebracht. Aber das sehen wir erst in einer Woche. Vorne. Dann nehmen wir uns diese Ballen im Wenderadius weg. Sparen wir uns Ärger bei Ballenpressen. So, jetzt düsen wir rüber zum Adamfeldende. Nehmen gleich ein paar Ballen mit. Gar nicht geschaut, was die Ballen kosten. Also was einbringen würde, kosten ist eine andere Frage. Ja, die einen sind alle Ballen. Ist ja auch egal. Ups. Können wir gleich da vorne die Partner mitnehmen? Der sich gerade gemeldet. So. Dann wird das. Gibt viel Strom. Stroh. Umstellen. Okay.
Ob wir das mit der Ernte hopfen klappt. Verhakt. Ja, da kommen wir zusammen. Durchdrehende Reifen. Einen Flieger gemacht. Den einen hole ich noch. So einsam da hinten, ne? Wieder verkeilt. Zu tun, ne? 68 Ballen hat schon ganz schön Gewicht. Voll. Jetzt sind 68 Ballen. So, meine Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ende der ersten Autumn-Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Like. Auch gerne über ein Abo. Ansonsten hört und sieht man sich zur weiteren Folge ab Montag. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Bis dann, ne?